Hallo und herzlich willkommen zu Saints Row 4. Wir sind hier im Tuning-Menü vorne Rimjobs und haben uns diesmal Motorrad gekrallt, damit ihr von jedem Fahrzeugstil, von jeder Fahrzeugklasse mal seht, was man hier so verändern kann. Die Leistung bleibt fast gleich, nur dass wir keine Spikes dran kleben können. Da wird natürlich wieder alles reingehauen. Mach das immer schnell, im Schnelldurchgang mache ich das schnell. In letzter Folge haben wir so einen richtig fetten Lambo auf Retro getuned. Sieht richtig scheiße aus, aber den hier machen wir jetzt mal richtig geil. Ich liebe das Motorrad. Ich habe gerade eine Viertelstunde nach diesem Motorrad gesucht, weil ich habe das schon mal gesehen, aber wegen dem Bug habe ich es dann gleich wieder verloren. Und ich finde, das sieht so geil aus, weil es so lang ist einfach nur. Die Front ist nicht so schön, aber die kann man sicher umtunen. Alles klar, so Karosserie-Mods. Die Griffe können wir ändern. Dann machen wir natürlich, ja, schauen wir mal, erstmal ein bisschen anpassen. Können wir die Front nicht ändern? Oh, das ist aber schwach. Also die Front kann man leider nicht ändern, das finde ich echt ein bisschen ärgerlich. Das finde ich jetzt echt ein bisschen ärgerlich, also ihr seht schon, ist bei jedem, nicht jetzt Fahrzeugklasse allgemein, aber sehe ich natürlich nicht, wie das aussieht. Aber es ist bei, ich würde das gerne nochmal so im Ganzen sehen. So, es ist halt je nach Modell immer ein bisschen anders und das scheint wohl nicht so viele, das finde ich ein bisschen ärgerlich, also. Ich hätte mir jetzt eine andere Front, aber es sieht trotzdem geil aus. Das so, hier haben wir ein paar Aufkleber, richtig stylisch, also absolut. Sowas klebt man sich einfach sehr gern auf sein Motorrad. Tja, ja, jetzt können wir noch die Farben machen. Lack 1, dann machen wir den im Mix, das ist geil. Was machen wir denn hier so? So ein Giftgrün wieder. Ne, ich mach mal schwarz als Basis erstmal. Und zwar. Permut sieht irgendwie ziemlich abgefahren aus, finde ich. Ich stehe irgendwie so ein bisschen auf diesen. Matt ist natürlich auch geiler als Saints Row. Komm, mach mal matt. Ja, komm. Sieht in Saints Row zwar nicht ganz so geil aus wie in Real Life, aber immer noch geil. Also, wow, Lack 2 ist irgendwie genau derselbe wie Lack 1. Machen wir nochmal matt. Und Lack 2. Okay, das sind jetzt die Speichen, alles klar. Mach mal Breton-Grün. Und zwar machen wir den in Lollipop-Lack. So, Zierstreifen. Okay, da können wir jetzt noch ein bisschen was ändern. Metall oder Gummi? Ne, Metall natürlich. Oh shit, das war ein bisschen übertrieben, finde ich. Ehrlich gesagt würde ich die auch. Tja, wie machen wir die jetzt? Alter, das war schon krass abgefahren irgendwie. Ich schaue erstmal noch, was Lack 2 ist. Auch Metall. Okay, das sind dann nicht alle, glaube ich. Das sind dann. Doch, das sind auch. Das ist doch dasselbe. Lack 2 ist wahrscheinlich jetzt wieder was anderes, oder? Ah, das sind die Streifen, alles klar. Ah, die können wir nochmal individuell. Weiß sieht auch nice aus, ne? Machen wir mal hier in grün. Scheibentönung erstmal noch. Da hätte ich gerne auch dieses Grün. Ausstattungsfarbe. Ja, komm dann, da machen wir hier einfach ein Grün, dann passt das. Oh Gott, jetzt gibt's hier nur so ein. Gibt's hier nichts Helles. Sehr lusch. Unterbodenlichtfarbe ist natürlich so ein Grün natürlich. Aber jetzt muss ich mal schauen, wie man da. Die Bremse kann man auch nicht umfärben. Ist echt ein bisschen schwach, muss ich sagen. Ist ein bisschen schwach. Von der, was man halt jetzt hier so machen kann, ne? Ja, machen wir hier in Weiß. Also passt er dann hier zu diesen seitlichen Dingern. Tja, mehr kann man ja auch nicht machen. Weil ihr seht es bei den anderen. Das ist zum Beispiel ein anderes Motorrad. Da konnte man die Front ändern. Hier. Man konnte. Moment. Alter, hallo. Nein, ich. Man kann den Auspuff ändern. Und alles mögliche. Auch da hinten, das konnte man, glaube ich, auch ändern. Beim Puls konnte man auch alles mögliche ändern. Donovan, da ging nicht mehr so viel. Attraktionen, das was wir in der letzten Folge gemacht haben. Richtig scheiße. Sieht fast aus wie vor Zurück in die Zukunft. Und der Kaneda, den holen wir uns mal raus. Und machen wir eine kleine Testfahrt. Ah, sieht aber trotzdem geil aus. Sieht einfach geil aus, kann man nichts sagen. Vor allem jetzt mit der Beschleunigung. Oh yeah. Alter, ist das geil. Obwohl ich ja immer noch glaube, dass in Saints Row. Das ist es, ne? Oder? Ist das uns. Ne, ist wie ein anderes Motorrad.
Ist halt auch geil aus der Motor. Ich stehe auf diese Motorräder hier in Saints Row. Das haben wir, glaube ich, schon getuned. Können auch noch einen LKW machen. Schau mal, der kann nicht fahren. So ein LKW hätten wir auch noch nicht. Da haben wir alles durch, glaube ich. Was zum Teufel? Das tunen wir in der nächsten Folge. Das tunen wir in der nächsten Folge. Alter, die... Ey, das ist doch... Wie von... mich gerade ultra in dieses eine Brettspiel. Machen wir kurz die Geiselnahme, damit ihr das Minispiel auch mal kennt. Da müssen wir jetzt einfach vor der Polizei fliehen mit diesem Top-Auto hier. Und das... Und schauen, dass die Geisel diese 15 Sekunden dran im Auto bleibt. Alter, übertreibt mal nicht, Leute. Das ist nur so ein Hässler. So ein Schwein. Aua. Und geschafft. Oh, ich will das Auto jetzt aber... Ach geil, jetzt sind sie alle weg. Nice. Okay. Sehen wir uns in der nächsten Folge mit diesem abgefahrenen Auto. Machen wir ein bisschen Tuning. Ist, glaube ich, ganz geil, einfach mal zum Sehen, was dabei für eine Scheiße rauskommt. Und würde sagen, bis dahin. Das war's wieder mit der heiligen Dosis Saints Row 4. Wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich unglaublich über einen grünen Daumen freuen. Wenn du gar nichts mehr verpassen willst, drück einfach auf das linke Kästchen und abonniere mich dadurch. Außerdem kommst du über den Facebook-Link natürlich zur ultra-offiziellen Facebook-Seite von VascoLP. Dort werden im Normalfall alle LPs gepostet. Wenn du jetzt schauen willst, ob schon eine neue Folge rausgekommen ist, dann einfach auf das rechte Kästchen drücken. Ich freue mich auf dich.